Sie sehen hier das früheste Dokument, was wir haben von Welke, zumindest was die Spieluhren machen angeht. Das ist hier der Lehrvertrag, den er hat mit Jakob Lessing. So geschehen, abgeschlossen zu Unterkirnach, den 1. Oktober 1824. Der Herr Michael Welke hat also eine fünfjährige Lehre gemacht, ne? Hat sich dann anschließend selbstständig gemacht, zuerst in Simonswald zusammen mit seinem Bruder Valentin. Diese Flötenuhr, die Sie jetzt hier sehen, das ist das älteste Stück, das wir von Welke kennen. Eine Flötenuhr von 1839. Die Brüder Welke Simonswald stimmt gar nicht. Die waren zwar zuerst in Simonswald, sind aber zur Zeit dieser Flötenuhr schon in Föhrenbach gewesen. Sie sehen links die Musik, die diese Flötenuhr von sich gibt, also sehr exportorientiert. Zwar ist ja auch ein preußischer Marsch dabei, aber dann auch The Burghs of Abervale und Wilgoyne, God Save the Queen. Also es war schon ganz klar gezielt Musik für den britischen Markt. Und auch an dem Zifferblatt sehen Sie, das ist mit schottischen Motiven. Und das Zifferblatt ist auch von Barr in Edinburgh gefertigt. Und die ganze Uhr sehen Sie hier rechts. Das ist eindeutig englische Machart. Teakholz und so sehen englische Uhren aus. Und auf der Rückseite findet sich dann eine Tinte, in Notiz eine Tinte, Ulrich Winterhalter in Edinburgh. Das war offensichtlich der Exporteur, der Mensch, der die Uhr nach England, Schottland geholt hat und auch dafür gesorgt hat, dass sie dort mit den entsprechenden Gehäuse und Zifferblatt versorgt wurde. Die Innereien sind aber komplett Welke. Sie sehen jetzt hier auch die Signatur, Brüder Welke, Föhrenbach 1839. Und hier, da gehören eigentlich Flöten rein. Wir haben, um das fotografieren zu können, haben wir die Flöten entfernt. Und Sie sehen hier auch die Uhr von hinten. Das ist hier die Stiftwalze, die die Melodien liefert, das Flötenwerk und hier die Zahnräder. Wie Sie nachher sehen werden, ist das die Orchestrien, die sind ganz ähnlich aufgebaut, nur eben sehr, sehr viel größer als diese Flötenuhr. Dieses Orchestrion hier, das hat Michael Welke für den Großherzog in Karlsruhe gefertigt. Der war so stolz auf dieses Instrument, dass er das auf die Weltausstellung in London 1862 geschickt hat. Und das ist hier ein Druck in der London Illustrated News. Und diese Abbildung, das ist sehr kurios. Sie sehen also im Prinzip hier wieder eine sehr, sehr große Flötenuhr, ne, ohne Uhr, sondern ein reines Musikinstrument. Diese Abbildung, die ist weltbekannt geworden und wurde in sämtlichen Nachschlagewerken der Zeit als Beispiel für ein Orchestrion benutzt, ne? Das finden Sie auch in allen deutschen Lexikonen, finden Sie genau diese Grafik, die dann eben einfach kopiert wurde. Das war auch der Grund dafür, warum Welke oft für den Erfinder des Orchestrions gehalten wurde, was natürlich nicht stimmt. Welke hat es auch nie für sich in Anspruch genommen, aber auch nie dementiert, ne? Also das ist hier wirklich ein berühmtes Stück geworden. Zu dieser Zeit hat Welke schon in alle Welt Instrumente exportiert bis nach Odessa in die USA. Also es gibt Postkarten von Michael Welke, wie er berichtet, wie sie durch die Wüste nach Neumexiko ein Instrument gebracht haben. Also die sind wirklich weltweit vertrieben worden. Hier sieht man eine Stiftwalze für ein Weltorchester, also den Tonträger. Da kommen wir später noch mal drauf zurück, weil Welke war natürlich nicht nur ein Hersteller von Musikinstrumenten, sondern später eben auch ein Medienproduzent. Sie sehen, die Stiftwalze ist ein gewaltiges Ding. Da brauchen Sie zwei Mann, um die Melodie zu wechseln. Und wenn Sie ein solches Orchestrion mit so einer Stiftwalze hatten, dann hatten Sie eben vier, fünf, sechs, sieben Melodien. Also die größte Menge an Melodien, die sitzt in Rumänien, in einem königlichen Schloss. Die haben dort acht solcher Walzen, wobei eine Walze auch verschiedene Melodien produzieren konnte. Hier sehen Sie den Meister selber in seiner Werkstatt in Föhrenbach 1867. In der Hand hat er die Partitur von Webers Freischütz und in der Hand den Hammer, der berühmte Stifthammer, den er gebraucht hat, um diese Walzen zu bestiften. Er war wohl ein hervorragender Musiker, er hat in seiner Jugend bei einem Onkel, der Pfarrer war, Mathematik und auch die musikalische Kenntnisse
vermittelt bekommen, dieses Orchester. Und das man hier sieht, das ist natürlich ein sehr kurioses Bild, aber es ist ein schönes Zeitdokument. Das ist von einem Schildmaler vermutlich gemalt, vom Uhrenmaler, der keine Perspektive konnte. Auch hier links ist noch das Ofenrohr verewigt. Das hätte natürlich ein professioneller Maler niemals gemacht. Der hätte es irgendwie anders dargestellt. Auch die Proportionen von dem Michael Welte stimmen natürlich nicht. Aber es ist ein sehr schönes Zeitdokument. Inzwischen war schon 1866 der älteste Sohn von Michael Emil Welte in die USA gegangen, hat dann die Welte & Sons gegründet in New York, hat dann, er das erst, Emil Welte war selber gelernter Uhrmacher, hat dann an der Entwicklung von gearbeitet, wie kann man diese komplizierten Instrumente anders steuern, und hat 1883 ein US-Patent angemeldet für die Verwendung der Notenrolle. Die sehen Sie hier in der Mitte, sieht man ganz unten, wie so zwei Rollen über so laufen und ein Band darüber ziehen. Das war die erste wirklich funktionierende Anwendung der Notenrolle. Es gab viele Firmen, die mit rum experimentiert haben, aber nichts hat richtig funktioniert. Und Welte hat dann tatsächlich das geschafft. Das haben da 1883 das US-Patent, 1884 kam dann das deutsche Patent. Sehen Sie hier so einige Zeichen, und links sehen Sie auch wieder, wie dieses Papier durch die Rolle gezogen wird, und sehen natürlich die ganzen technischen Einzelheiten aus der Patentschrift. Und 1895 sah Welte in Freiburg so aus: Die Geschäfte liefen blendend. Man hat allen Kunden, die Orchestrien hatten, angeboten, ihre Instrumente umsonst umzustellen von der Stiftwalze auf die Notenrolle, weil die Notenrolle war natürlich ungleich einfacher herzustellen als so eine aufwendige Stiftwalze. Und man hat dann, war sehr schnell dann, also wirklich von industriell tätig mit diesen Notenrollen, hat den Kunden mindestens zweimal im Jahr den neuesten Katalog geschickt, mit was es für neue Notenrollen gab, die neuesten Ouvertüren, auch Schlager, Unterhaltungsmusik war da mit dabei. Also die Weltekunden konnten dann tatsächlich plötzlich einer Vielzahl von Musikstücken auswählen, wie das bei einem Walzenorchester natürlich nicht möglich ist. Wir haben auch, das gab dann auch sehr kuriose Sachen, haben dann irgendwelche Maharajas mit Orchestern ausgestattet und konnten auf diesen Notenrollen dann die Nationalhymnen der verschiedenen kleinen Staaten da stanzen. Also das war natürlich eine sehr vielfältige Geschichte. Diese Notenrolle, die Welte entwickelt hat, die hat natürlich die Konkurrenz auch übernommen, soweit man die Patente nicht verletzt hat. 1895 kam dann in den USA die Einführung des Pianola, der Aeolian Company. Man sieht hier einen sogenannten Vorsitzer. Man sieht, in der Mitte läuft die Notenrolle. Bedient wird es durch einen Pianolisten, der nämlich mit diesem Pianola, als Pianola ist eigentlich ein ganz dummes Instrument, es kann nur einen Ton oder keinen Ton. Also eine echt musikalische Wiedergabe, Agogik kann das nicht. Das kann aber der Pianolist, und man hat Werbung dafür gemacht. Jeder ist ein eigener Pianist, wenn er ein Pianola kauft und als Pianolist tätig war. Das hat die Werbung versprochen. Tatsächlich ist es so, wenn man Pianist sein will, muss man eigentlich fast schon ein Pianist sein. Also wie gesagt, das war dann eigentlich der Triumphzug der Notenrolle. Und wir haben natürlich auch Orchestern weiterhin gebaut. Man sieht hier rechts das die Kundenliste: der Sultan der Türkei, der Sultan von Delhi und so weiter und so fort. Und also und in der Mitte ganz sieht man wieder die Notenrolle. Also hier sehr klein und einfach, ne? Das war ein Riesending, das hat $10.000 gekostet. Das ist also ein Vermögen. Ja. So sieht dann eine Notenrolle aus, wie sie dann im Prinzip bei den ganzen Orchestern, auch später bei den Reproduktionsklavieren benutzt wurde. Ich wurde neulich mal gefragt, ob die haltbar sind. Die halten eigentlich ewig, solange die nicht feucht werden oder so zu heiß aufbewahrt werden, passiert denen nichts. Und es ist, also man hat natürlich eine Mutterrolle gemacht, und dann hat man dann die x-fach vervielfältigt und konnte die dann an die Kunden rausschicken. Hier nochmal ein Beispiel von einer Notenrolle aus der Produktionsphase mit Linien.
Und man sieht auch rechts wieder verschiedene, unten sieht man, wie Korrekturen vorgesehen waren. Da hat also demjenigen, der die Notenrolle nachher bearbeitet hat, was nicht gepasst und hat es wohl gesagt, diese Befehle müssen weg. Ne? Der große Hit für Welke kam 1904, als die das Reproduktionsklavier rausgebracht haben. Sie sehen hier das Patent zur Vorrichtung an mechanischen Tasten in den Instrumenten zur Abstufung des Tastenanschlags. Im Gegensatz zum Pianola konnte plötzlich dieses Welke Mignon, wie das später genannt wurde, das Klavierspiel eines Pianisten, wie es aufgenommen wurde, weitestgehend originalgetreu wiedergeben. Wenn Sie wirklich ein hervorragendes Instrument haben, merkt man das nicht. Die meisten modernen Pianisten sind etwas irritiert, weil sie natürlich auf eine Spielweise stoßen, die halt kein Mensch mehr praktiziert. Das ist natürlich eine historische Aufnahme und entsprechend auch dann historische Interpretation. Das ist hier das erste Mignon-Kabinett nannte sich das. Das ist im Prinzip noch ein Möbel. Da ist ein eingebautes Klavier drin mit einem Rollenspielmechanismus, aber hat keine Tastatur. Man kann das also nicht von Hand spielen. Hier nochmal ein Vorsetzer. Wenn Sie also zu Hause schon ein Tasteninstrument hatten, wollten Sie sich nicht noch ein zweites zulegen, konnten Sie sich also so einen Vorsetzer kaufen, den in der Mitte die Rolle einlegen und der hat dann mit Lederfingern und zwei Stäben, die Pedale bedient haben, den Flügel gespielt. Ist auch heute noch die perfekteste Möglichkeit, Welke-Rollen wiederzugeben. Man hat dann in der Zwischenzeit natürlich schon die Niederlassung in New York ausgebaut. Sie sehen hier jetzt nicht nur Welke & Sons Incorporated, das war also eine Aktiengesellschaft geworden, mit einer Filiale in der Fifth Avenue in New York, in allerbester Adresse. Und in Poughkeepsie, New York, da hatten die ein eigenes Werk, das sehen wir dann nachher nochmal. Sie wollten natürlich die aufwendigen Transporte von Deutschland umgehen und natürlich auch den Zoll. Und man hat, was irgendwie möglich war, dann in den USA produziert. Hier sieht man eine Aufnahmesitzung von 1906 in Gerdeliszewski. Gerdeliszewski war einer der ganz großen Pianisten und Lehrer seiner Zeit. Man hat diese Aufnahmesitzung nicht nur in Freiburg gemacht, sondern hat dann 1905 auch ein Aufnahmestudio in Leipzig aufgebaut, weil man hat dem damals abgelegenen Freiburg nicht so ganz getraut. Und Leipzig war damals die Musikhauptstadt des Deutschen Reiches und hat dann in Zusammenarbeit mit Popper und Söhne, das war eine ältere Leipziger Firma, die auch Musikautomaten vertrieben hat, einen Vertrag geschlossen, dass die erstmals die Alleinvertriebsrechte im Deutschen Reich hatten, international hat es Welke gemacht. Auf den Bildern sieht man hier ganz links Edwin Welte, ganz rechts Karl Bockisch, das sind die beiden Erfinder dieses Welte-Mignon-Systems. Links sehen wir auch so einen großen geheimnisvollen Kasten. Da war die Aufnahmetechnik drin. Und fragen Sie mich nicht, wie die das gemacht haben. Also akustisch und mit Tintenstreifen, so viel weiß man. Aber diese Aufnahmetechnik haben die sich nie patentieren lassen. Die wurde geheim gehalten. Und an diese zwei Aufnahmeinstrumente durfte auch niemand ran. Das hat man also, da hat man die ganzen Leute von abgeschirmte Klavierstimmer in Freiburg, der kam aus Basel. Da hat man also keinen Freiburger genommen. Und man sieht dann hier ein Bild noch, also den Leschetizky, der vorm Flügel sitzt und hinten dran die zwei Herren, die sind von Popper und Söhne. Das ist jetzt eine Aufnahmesitzung von 1913 mit einem besseren Foto mit Josef Hoffmann. Rechts vorne sitzende Firmenpatriarch Berthold Welte. Der Kommerzienrat, das ist der Sohn von Michael Welte und links von Berthold Karl Bockisch und Edwin Welte. Karl Bockisch war der Schwager von Edwin Welte. Das ist die letzte Aufnahmesitzung für E-Musik. Wir sind jetzt quasi schon am Ende der Zeit für diese Welte-Instrumente. Wladimir Horowitz den hat man 1926 nach seinem aufsehenerregenden Debüt in Hamburg nach Freiburg geholt zum Aufnehmen.
Das sind die ältesten Aufnahmen, die es von Horowitz überhaupt gibt. Hinter ihm steht jetzt wieder Karl Bockisch. Wer der Herr da in der Mitte ist, das wissen wir nicht. Und Sie sehen auch hier den Aufnahmesalon bei Welte und Söhne. 1926 war ein Schicksalsjahr für diese ganze Musikautomatenindustrie weltweit. Da werden wir gleich noch darauf zurückkommen. So sieht dann ein Rollenetikett aus. Man hat also die Rolle beschrieben und unten sieht man dann ein Faksimile von Paderewski. Also hier ist die Mondscheinsonate, die der eingespielt hat und oben dann der Urheberrechtsstempel, mit dem Welte darauf hingewiesen hat, dass sie da alle verfolgen, die da diese Aufnahme kopieren. Das ist jetzt hier eine Einspielung von Gustav Mahler von 1905. So sieht der Anfang einer Notenrolle aus. Das ist jetzt eine von Paul Hindemith, auch aus dem Schicksalsjahr 1926. 1926 zu dem Kammermusikfest Baden-Baden, das war der Vorläufer von den Donaueschingen Musiktagen, hat man Musikkompositionen für Weltemindung und für mechanisches Klavier Weltemindung ausgeschrieben. Paul Hindemith und Ernst Toch waren zwei dieser Komponisten, die dafür Werke komponiert haben. Und Paul Hindemith hat dann 1959 schon nochmal nach Freiburg gefahren zu Frau Welte. Der alte Edwin Welte, der war da schon tot, damit er diese Rolle hören konnte, ne? Weil man konnte diese Musik ja nur hören, wenn man ein passendes Instrument hat. Ne? Dann gibt es natürlich zahlreiche Zeugnisse, die Komponisten, Pianisten abgeliefert hat. Man kann sagen, bei Welte hat ab 1905 bis 1936 die Creme der Pianisten weltweit Aufnahmen gemacht, sofern man deren habhaft werden konnte. Ab 1909 hat man das Studio in Leipzig dann aufgelöst. Das hat es nicht mehr, hat man es nicht mehr nötig gehabt. Also hat nur noch in Freiburg aufgenommen. Jetzt Max Reger, Gustav Mahler, der das auch wieder staunend und bewundernd schließe ich mich mit meinen Vorrednern an. Also der dann einfach dieses System bewundert. Wobei man sagen muss, die anderen Firmen, die Konkurrenzprodukte produziert haben, da gibt es natürlich ähnliche Lobreden. Inzwischen sah die Firma so aus, also deutlich vergrößert. Sie sehen im Hintergrund den Freiburger Hauptbahnhof, da fährt auch eine Eisenbahn oder zwei Eisenbahnen, sehen das Münsterturm, in der Mitte das große Holzlager. Also die Geschäfte gingen bestens und man hat nach wie vor Orchestren produziert, aber auch natürlich diese kostspieligen Reproduktionsinstrumente. Kostspielig deshalb, also ein Steinway Welte hat vor dem Ersten Weltkrieg um die 12.000 Goldmark gekostet. Das ist ein Heidengeld. Da haben sie ein paar Arbeiterhäuser damit hinstellen können. Das war also wirklich ein Instrument für die Reichen. Und wenn sie jetzt, weil vorher war schon mal die Rede von Hupfeld in Leipzig war Europas größter Produzent von Musikinstrumenten, Musikautomaten. Das sah aus wie so eine Art VW-Werk heute und während Welte hier im Vergleich zu eine bescheidene Fabrik war. Aber ganz klar, Welte war der Rolls-Royce und Hupfeld der Volkswagen. Das ist die Niederlassung, das Werk in Poughkeepsie, New York. Das die, 1913 ist das eingeweiht worden. Ne? Das Gebäude steht heute noch so, natürlich ohne die Reklame und ohne den Wasserturm obendrauf. Da ist heute die Hudson Electric drin. Und im Vordergrund sieht man auch die Eisenbahnwagen. Und habe ich vorher vergessen zu erwähnen, 1872 ist Welte nach Freiburg gezogen, weg aus Föhrenbach. Der Grund war natürlich die Logistik. Diese riesigen Instrumente von Föhrenbach auf die Eisenbahn zu bringen und von dort weiter, ich weiß nicht, wahrscheinlich nach Villingen hat man die fahren müssen. Das war nicht gerade so einfach und auch die Versorgung der Firma selber war wahrscheinlich in Föhrenbach auch schon relativ kompliziert. Und dann hat man in der Nähe des Hauptbahnhofs ein neu zur Verfügung stehendes Industriegelände gekauft und die Firma, wie wir sie vorher hier gesehen haben, aufgebaut. Das ist, weil wir gerade im Jahr 1910 waren, das ist eines dieser Orchestren, die Welte damals gebaut hat. Also nicht nur diese Klaviere, sondern hier auch das Eisbahnorchestrion.
Eisbahnen waren damals in den USA der große Hit. Dieses hieß Wotan. Man sieht auch in der Mitte Welt in Sands. Das war klar für den amerikanischen Markt gedacht. Auch hier wieder in der Mitte der Spielmechanismus für die Rolle. Hier nochmal die Firma, wie sie dann 1910 aussah. Hier wird Max Reger mit dem firmeneigenen Oldsmobile vor die Firma gefahren, im Wagen Max Reger mit Edwin Welte hinten, und vor der Firma steht Berthold Welte, der Firmenchef, mit Chauffeur natürlich, wie sich das gehört. So sah der Aufnahmesalon aus. Im Hintergrund sieht man dann Fotografen von Künstlern, die bei Welte eingespielt haben. Auch rechts den Aufnahmeflügel, wo jetzt der Aufnahmekasten fehlt, und in der Mitte eine Orgel. Man hat dann ab 1911 für die Leute, die genug Platz hatten und genug Geld hatten, die sogenannte Philharmonieorgel gebaut. Analog zum Reproduktionsklavier war das eine Reproduktionsorgel. Man hat die berühmtesten Organisten weltweit nach Freiburg geholt, die dort aufgenommen haben. Und wenn sie wirklich genug Geld hatten, so wie hier zum Beispiel, der Welte Philharmonieorgel auf einer Dampfjacht. Also das war also nichts für das bescheidene Arbeiterhaus, und da musste man richtig Geld haben, um sich sowas leisten zu können. Weltweit sind heute noch, war, ich würde mal sagen, 10, 12 Philharmonieorgeln, nur drei oder vier noch an Ort und Stelle, wo sie einst mal gebaut worden. Diese Dampfjacht, die wurden dann in 1916 von der Marine eingesetzt, und die Orgel hat man wahrscheinlich auf den Müll geschmissen, weil für die natürlich militärisch keine Verwendung war. Dass jetzt die Philharmonieorgel in der Villa des Dr. Höhn in Ulm, das war ein reicher Druckereibesitzer, der hier eine quasi gotische, gotisierende, historisierende Einrichtung hatte und in seiner Villa eine schöne Orgel hatte, wo er dann eben Konzerte geben konnte. Also es gibt auf Wikipedia eine Liste der sämtlichen Philharmonieorgeln, die es mal weltweit gab. Das ist also, wenn Sie mal da rumsurfen, das ist schon spannend, wo welche überall Orgeln eingebaut hat. Das ist jetzt eine Aufnahmesitzung für die Philharmonieorgel. Auch hier wieder Samuel Baldwin an der Orgel selber. Man sieht dann wieder die drei Weltechefs. Links der Bärtige ist der Berthold, daneben ihm der Edwin und stehend hinter ihm Karl Bockisch. Wer der Herr links ist, weiß ich nicht. Das war wahrscheinlich ein Begleiter von Samuel Baldwin. Das ist jetzt eine Reklame aus den frühen 20er Jahren. Also hier links die Orgel. Man sieht hier angedeutet über die Notenrolle, und rechts den Flügel auch mit der angedeuteten Notenrolle. Das war eine Werbung vom Wertheim in Berlin. Und 1926 kam die große Krise. Da kam einer der ersten Funkausstellungen in Berlin die elektrische Schallplatte auf den Markt. Und gleichzeitig kam das Kohlemikrofon plötzlich auf den Markt. Man hatte Rundfunk plötzlich über die Verstärkerröhre, über Lautsprecher hören können und nicht nur mit dem Detektorempfänger über einen kratzigen Empfang über den Kopfhörer, sondern hier plötzlich einigermaßen anständige Wiedergabe über den Lautsprecher. Und die elektrischen Schallplatten haben natürlich im Vergleich zum Grammophon eine ganz andere Wiedergabequalität mit sich gebracht als diese krächzenden Dinger. Und Welte hat versucht, auf diesen Markt noch aufzuspringen, hat 1926 dann unter anderem dieses Automatophon herausgebracht, das im Prinzip dieselbe Zielgruppe hatte wie die Orchester, nämlich Hotels, Restaurants, Cafés. Das Ganze war aber kein Erfolg. Wir haben ein Bekannter in Freiburg von mir hat einen frühen Plattenspieler von Welte gekauft. Das ist den hat er in der Schweiz erstanden. Das ist den einzigen, den ich überhaupt kenne. Also das war kein großer Wurf. Und Welte ist damals ganz knapp dem Bankrott entgangen. Edwin Welte ist dann aus der Firma ausgetreten. Sie haben sich im Prinzip damit gerettet, dass sie noch Devisen hatten von den ausländischen Verkäufen. Und mit diesen Devisen konnte man in der Inflationszeit natürlich viel, viel bewegen und haben sich damit über diese große Krise gerettet.
Weltweit sind zwischen 1926 und 1928 die ganzen Firmen pleite gegangen. Da haben nur ganz wenige überlebt. Und man muss dazu sagen, 1920 wurden in den USA mehr Klavierinstrumente mit einer Spieleinrichtung verkauft als ohne. Da gab es natürlich eine Abstufung von, ja, um das mit Autos zu vergleichen, vom Bogo bis zum Rolls-Royce. Der Rolls-Royce kam von unter anderem eben von Welte, die inzwischen aber natürlich auch schon Konkurrenz hatten. Und jetzt vor allem in den USA gab es die Ampico, die American Piano Company und die Dur-Art, die auch hervorragende Instrumente auf den Markt gebracht haben, allerdings erst 1911, also einige Jahre später als Welte. Edwin Welte war da schon aus der Firma ausgetreten, hat dann mit einer elektronischen Orgel rumexperimentiert. Sie sehen hier Edwin Weltes Experimentierlabor im Hintergrund, eine richtige Orgel. Das ist bei der Orgelbaufirma Laukow in Weikersheim entstanden. Dort hat er also einen Platz gefunden. Die haben ihn sozusagen aufgenommen, damit er bei ihnen arbeiten kann, die ihn entwickeln kann. Das ist eine tatsächlich voll elektronische Orgel. Sie sehen hier links, man sieht nicht so arg viel, aber man sieht hier links das sogenannte Tonaggregat. Ne? Das Ganze lief ich erkläre es gleich nochmal, das ist hier die Voraufführung der Lichttonorgel 1936 in die Berliner Philharmonie. Da sitzt also ein Organist und spielt an einem herkömmlich scheinenden Spieltisch. Die Wiedergabe erfolgt aber über Lautsprecher. Also da ist dann keine Luft und nichts vernötigt, sondern eben nur ein Haufen frühe Elektronik. Und Edwin Welte hat Pionierarbeit geleistet, wie auch schon bei den Notenrollen, war auch hier wieder einer der Ersten, der hat nämlich als erster Samples genommen. Das sind also analoge Samples, die hat die Pfeifen von anderen Orgeln aufgenommen, hat sie dann in solche Schwingungskurven übertragen, hat die auf eine Glasscheibe, fotografisch auf so eine Glasscheibe unterpackt, also ein Fragment einer Tonscheibe. Wir haben also auch ein paar ganze, aber ein Instrument als solches ist nicht mehr überliefert. In Teilen noch im Deutschen Museum und in anderen Teilen bei uns. Diese Scheibe die saß auf einer Achse, hat sich gedreht. Auf der einen Seite war ein Lämpchen, auf der anderen Seite eine Fotodiode. Und je nachdem, was man für Schwingungen, wenn sich diese Scheibe gedreht hat, je nachdem, was für Schwingungen kann, hat diese Fotodiode dann einen Ton produziert, dann über einen Röhrenverstärker oder einen Lautsprecher produziert wurde. Das war eigentlich ein Patent, was vielversprechend war, und man hat auch schon mit Telefunken einen Optionsvertrag gehabt zur Produktion dieses Instrumentes. Aber Telefunken hat dann von weiterer Produktion Abstand genommen. Ganz klar war das nie. Warum? Edwin Welte hat danach im Krieg gesagt, das war deshalb, weil er damals noch mit einer Jüdin verheiratet war, mit seiner Jugendliebe, der Betty Dreyfus, die allerdings damals schon in die USA abgewandert war und er schon mit seiner späteren zweiten Frau schon ein Kind hatte. Ne? Aber er war eben noch mit Betty Dreyfus verheiratet und galt dann den Nazis als politisch unzuverlässig, und mit dem macht man keine Geschäfte. Kurios ist, dass gleichzeitig zwei weitere elektronische Orgeln auf den Markt kamen, nämlich die Wörlitzer Orgel und die Hammond Orgel, die auch elektronisch gearbeitet haben mit ganz anderen Wirkungsprinzipien. Und diese Welte-Orgel, wie wir sie vorher gesehen haben, die wäre eigentlich prädestiniert gewesen für die großen Feste der Nazis. Man stellt da irgendwo eine Orgel hin und kann x Lautsprecher verteilen, und überall, wo ein Lautsprecher hat, spielt die Orgel. Aber wie gesagt, daraus wurde nichts. Er hat dann nach dem Krieg nochmal versucht, Wiedergutmachung zu bekommen dafür. Es ist ihm aber nicht gelungen. Ich habe jetzt vor einigen Jahren nochmal versucht, im Telefunkenarchiv, was inzwischen digitalisiert ist, was herauszubekommen. Das ist nicht möglich. Telefunken hat sich da nach dem Krieg sehr bedeckt gehalten, da Auskünfte zu geben über jemanden, dem die Nazis Schaden zugefügt haben. Sie sehen hier die Orgel im Augustinermuseum beim Aufbau 2009, weil hinter dieser barocken Fassade aus der Abteikirche in Gengenbach steckt eine Kirchenorgel von Welte. Nachdem 1926 die Geschäfte beinahe eingebrochen waren,
hat man ab und zu gab noch zwei, drei Aufträge für Philharmonieorgeln, aber man hat dann Kirchenorgeln gebaut. Edwin Welke war dann immer drin, Karl Bockisch, der die Firma dann übernommen hat, hat dann noch einen Orgelbaumeister eingestellt. Und man hat dann etliche Orgeln hauptsächlich in Baden gebaut, die zum Teil heute noch stehen. St. Michael in Haslach steht noch eine, in Oberndorf am Neckar steht eine. Also es gibt da noch etliche welche Orgeln, die stehen inzwischen zum Teil unter Denkmalschutz stehen, weil es einfach auch hervorragende Instrumente sind und Denkmäler ihrer Zeit. Moderne Organisten mögen das nicht so stark, nicht so arg, weil das natürlich elektropneumatische Instrumente sind. Und inzwischen ist der Orgelbau ja wieder komplett weg von dieser Elektropneumatik, entweder Elektronik oder Mechanik. Ja, und 1944, beim Bombenangriff auf Freiburg, im November 1944, ist natürlich das Firmengebäude getroffen geworden. Sie sehen hier die Ruine 1943, kurz vor dem völligen Abriss. Man kann also hier noch die Schönheit des Firmengebäudes, der Firmenvilla erahnen. Heute stehen dort Wohnblocks. Und die Firma Welte selber, die ja, wie gesagt, Karl Bockisch übernommen hatte, die ist dann 1952 dann aufgelöst worden. Kein Mensch wollte mehr solche Instrumente haben. Das war altmodisches Zeug. Ich weiß von verschiedenen Umzugsfirmen, dass man diese Instrumente, wenn die beim Umzug da waren, und weil die so sauschwer waren, hat man die, kennt von drei Fällen, hat man die einfach aus dem Fenster in den Container geschmissen, damit man sie in die Treppen runtertragen musste. Ne? Also so. Genauso mit der Art, wir sind auch mit Orchestern und Orgeln umgegangen worden. Man hat es einfach weggeschmissen. Dieses altmodische Zeug wollte niemand mehr. Ne? Und erst jetzt, heute wird keiner mehr ein Welke-Instrument wegschmeißen, aber damals war das einfach so. Als ich da vor rund 40 Jahren angefangen habe, den Nachlass von Welke zu übernehmen, hat es auch niemand so richtig verstanden, was ich da eigentlich treibe. Und wir haben im Augustinermuseum ja den Steinway-Welte-Flügel von Edwin Welte, also seinen persönlichen Flügel, der leider im Moment nicht zu sehen ist. Das Museum ist eine Großbaustelle. Teile, die schon eröffnet waren, sind jetzt wieder Baustelle, weil dort, wie man in der Zeitung lesen konnte, ein Pilz wütet. Da will ich nicht weiter drauf eingehen. Ich bin ja auch nicht mehr wirklich im Museum tätig, sondern nur noch 5 Stunden pro Woche. Und widme mich eigentlich einem Digitalisierungsprojekt, in dem in Zusammenarbeit mit der Stanford University die rund 1400 Notenrollen, die im Augustinermuseum lagen, digitalisiert werden sollen, die man dann einmal übers Internet hören kann und aber auch in der sogenannten Welte-Lounge, wie sie unser Direktor, der Dr. von Stockhausen, einrichten will, hören und sehen kann. Dort soll auch mindestens einer der zwei Flügel stehen, die das Museum hat. Wir haben auch noch ein Klavier aus dem belgischen Königshaus, ne? Auch ein sehr schönes Instrument. Und das Ganze, da der Flügel ja nicht Tag und Nacht laufen kann, man muss den ja nicht abnudeln, wird natürlich auch, soll natürlich sämtliche Rollen, die ja dann digital vorliegen, auch elektronisch hörbar sein und man kann auch dann wie bisher auch den Flügel natürlich live erleben, aber natürlich nicht ohne Pause und ständig. Ne? So, jetzt bin ich am Ende meines Vortrages. Bitte, ich muss mal gucken, wie ich da rauskomme. Ich schließe jetzt auch meine Anwendung, stehe jetzt wieder normal zur Verfügung, glaube ich. Ja, okay. Sie können mich jetzt gerne befragen. Ich kann natürlich, sobald ich die Fragen beantworten kann, tue ich das natürlich. Ich habe vorher gesehen, der Herr Matteo ist auch mit dabei. Ich sehe, der ist ja aus Eisenbach, der Zimmermann. Hört man mich? Ja, Ja. aber es haben, glaube ich, viele die Mikrofone abgestellt. Sie können ihre Mikrofone, glaube ich, selber anstellen, jeder, der etwas sagen will, oder Sie können einfach in die Chatfunktion Ihre Frage schreiben. Da hat ja jeder, ach die Frau Strauß, das sind ja einige Bekannte, der Herr De Matteo, ist das da aus Eisenbach? Ja, aus Eisenbach, ja. Ja, wir hatten ja miteinander zu tun wegen dieser Spieluhr, dieser Uhr mit dem Bild aus Eisenbach. Sind Sie das?
Das bin ich, ja, genau. Ah, ja, okay. Schön. Müssen wir wieder mal Kontakt aufnehmen miteinander, ja? Ja, wie gesagt, ich bin nur noch 5 Stunden pro Woche im Museum und ab November läuft mein Vertrag aus und dann bin ich endgültig Rentner. Ne? Na, ich melde mich bei Ihnen. Ja. Schön. Ja, wem fällt noch etwas ein zu dem schönen Vortrag? Vielen Dank, Herr Dangl, erstmal. Ich fand es ja, für mich war auch vieles neu, auch dieser Umbruch im 1926, das ist ja mediengeschichtlich ganz interessant, wie Sie das geschildert haben, dass da diese drei unterschiedliche Tonübertragungstechniken gleichzeitig auf den Markt strömten und dann zu einem schnellen Umschwung geführt haben. Vielleicht so ähnlich vergleichbar mit 1982, als die CD kam. Da war ja nochmal so ein ganz, ganz schneller Umschwung auch wieder in der Tonübertragungstechnik, die dann auch zu vielen Bankrotten und zu vielen Umstrukturierungen geführt hat. Mich erinnert es immer, als die Quarzuhr kam und im Schwarzwald die ganzen Uhrenfabriken pleite gingen. Ja. Das ist ähnlich, ne? Ein Pianola kann ich erklären. Ein Pianola war ein automatisches Klavier, das auch mit Notenrollen spielte. Die natürlich ursprünglich nicht von einem Pianisten gespielt wurden, sondern es saßen welche Editoren in der Fabrik, die haben die Partitur gelesen und haben dann Löcher in die Rolle gemacht. Ne? Und dann hat das Ding irgendwie gedudelt. Also das, was Sie in den Wildwestfilmen sehen, das ist dann immer ein Pianola. Und das, Sie kennen ja den Schlager und das elektrische Klavier, das klimpert leise, es klimpert halt, ne? Aber das hat natürlich jetzt nichts mit einer wirklich guten Klavierwiedergabe zu tun, auch wenn man dann den Pianolisten dazu erfunden hat, also der dann in der Lage war, mit verschiedenen Hebeln das Instrument ein bisschen zu steuern in der Wiedergabe. Ich meine, das war natürlich eigentlich ein Witz. Und von daher war Welke also die Vollendung damals. Ne? Fabrik, die stand in der Ecke Lehner-Clara-Straße. Man muss ein bisschen suchen, es ist heute eine Gedenktafel dran. Ne? Wer hat die angebracht? Der Bürgerverein Stühlinger hat die angebracht vor ungefähr 15 Jahren. Ne? Also es ist da überhaupt nichts mehr zu sehen, diesen Wohnblocks. Ne? Und das Weltareal hat ja mehr oder weniger ein ganzes Viertel beansprucht, ne? Und auch einige der angrenzenden Häuser haben Welte gehört, da haben dann Firmenangehörige, Familienangehörige gewohnt. Ne? Ja, schönen guten Abend, herzlichen Dank, das war sehr spannend für mich auch. Wie kam das, dass die Firma Welte das so überrascht hat mit der Schallplatte? Man muss ja irgendwie immer gucken, was die Konkurrenz macht. Und dann, war das jetzt so plötzlich oder wo kam das her? Ich glaube, die haben das erstmal gar nicht als Konkurrenz wahrgenommen. Das Grammophon war keine Konkurrenz. Das lief eben, das Grammophon gab es auch, aber wer wirklich den Anspruch hatte, Musik mit Perfektion zu hören und hatte das Geld dazu, der hat sich so ein super teures Instrument, auch die Klaviere waren nicht billig, das waren also richtig. Also für Welte muss man schon Geld hinlegen, hat sich so ein Instrument zugelegt und konnte dann wirklich wie in einem Konzert quasi hören. Gab natürlich auch die Möglichkeit, verschiedene Pianisten durchzuhören, die dasselbe Stück spielen, natürlich einen völlig anderen Stil zum Teil gespielt haben. Also es gibt eine Chopin-Etüde, mit der habe ich immer wieder mal gemacht, Dead or Alive, vier tote Pianisten gegen einen lebendigen. Und wenn man dann so diese vier zum Teil völlig verschiedenen Interpretationen hört, staunt man schon sehr. Und das war natürlich damals auch spannend. Also heute spielt kein Mensch mehr so Klavier. Die Pianisten schütteln heute den Kopf. Ne? Und ich glaube nicht, dass die das wahrgenommen haben, was da passiert. Obwohl die immer
mit der Technik rumgemacht haben. Es gab um 1914 auch schon einen Welteflügel, der mit der Schallplatte, die dann sang, synchronisiert werden konnte. Also das war natürlich auch kein Erfolg. Also die haben schon versucht, da mit im Boot zu bleiben. Aber es ging ja nicht nur Welte so. Das war ja Upfeld in Leipzig, die hatten ein paar tausend Arbeiter, ne? Denen ging schlecht. Ne? Und Philips in Frankfurt, also nicht der Glühlampen-Philips, sondern das war eine andere Philips-Firma mit 2P, das war auch einer der kleineren Konkurrenzen. Die haben dann anschließend, die haben pleite gemacht, mussten zumachen. Viele Welte standen in Privathäusern, aber auch natürlich in Hotels, in Sanatorien. Wer das auch hier wieder die Frage des Geld hat, in Sils Maria zu gehen, ins Hotel Waldhaus. Ich bin dort mal, war dort mal geladener Gast in einer Suite, die pro Nacht 2400 Schweizer Franken gekostet hat. Dort steht ein ganz frühes Welteinstrument, das der Haustechniker irgendwie wieder zum Spielen gebracht hat. Also das sind also so Beispiele, man hat dann natürlich seine Gäste damit unterhalten. Ne? Also Sanatorien waren häufig Kunden. Konservatorien, heute noch in St. Petersburg und in Moskau steht heute noch ein Welteinstrument und die können sogar damit gut mit umgehen, haben die Instrumente gut in Schuss. In Budapest im Konservatorium steht noch eins. Ne? Und es sind natürlich viele einfach kaputt gegangen. Die Instrumente haben irgendwann auch mal nicht mehr funktioniert. Den Werkskundendienst gab es irgendwann mal nicht mehr. Und dann sind also viele einfach weggeworfen worden. Da hat man wenn es ein Steinway zum Beispiel war, hat man natürlich die Pneumatik rausgeschmissen und das Klavier behalten, das ist oft passiert. Also es gibt Kundenlisten von Instrumenten, also von Kunden, die Welteinstrumente haben. Das liest sich wie ein Husu des europäischen Geldadels und des wirklichen Adels vor 1914 von Winston Churchill bis zum Maharaja von Sonchbopur. Die hatten alle irgendein Welteinstrument zu Hause. Ne? Ich habe noch eine Frage, Herr Dangl, zu den Exporten in die verschiedenen Länder. Amerika war ein recht wichtiger Markt, natürlich, weil das Geld war viel wert, der Dollar damals schon. Russland war ein wichtiger Markt. Haben Sie mal darüber nachgedacht, ob es so eine, auch so nationale Mentalitäten gibt, dass sich manche Länder mehr für Orchestern interessiert haben? In Russland kommt natürlich ist ja sicher wichtig, diese entfernten Gutshöfe, die in den Wintermonaten völlig abgeschlossen waren. Die konnten keine Musik hören, da gab es nichts, wenn die nicht in den Hauptstädten waren im Winter. Dann, oder auch im Sommer waren sie abgelegen und da haben natürlich manche reiche Gutsbesitzer sich solche Instrumente vielleicht gekauft. Das leuchtet ein, aber es ist ja offenbar eine Tradition, die es sich so fortgesetzt hat und heute werden die Instrumente dort immer noch gepflegt. Also den russischen Markt wissen wir relativ wenig. Wir wissen, dass schon Mitte 19. Jahrhundert Instrumente für frühe Orchester nach Russland kamen. Da gibt es einzelne Fälle, wissen wir, von Odessa und St. Petersburg, einige Adlige und auch die reichen Leute in St. Petersburg und Moskau haben dann auch diese Mignon-Instrumente gekauft. Aber wie groß der Markt wirklich war, weiß man nicht. Es gab dann einen Angeheirateten der Firma Welte, der in Moskau war. Der dann nach dem Ersten Weltkrieg kamen die dann wieder zurück. Die hatten dann zum Teil dann russische Vornamen. Was da in der Revolution genau passiert ist, das wissen wir, und was da ganz kaputt gegangen ist, wissen wir auch nicht. Also ich kann nur sagen, also in den beiden Konservatorien und im Skriabin-Museum steht, glaube ich, auch noch ein Welteinstrument. Ne? Die haben überlebt, die Revolution. Was im Privatbesitz war, das wissen wir nicht. Ich weiß, dass in der Türkei etliche Orchestrien standen. Das waren in Indonesien, die sind jetzt allerdings von den Termiten zerfressen. Also da gibt es nichts mehr.
in Indien gab es einige Maharajas, ne? Aber Amerika war sicher ein großer Markt. Ne? Und Edwin Welke hat auch, also das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Emil Welke noch schon 1866 in die USA gegangen ist und dort die Welke & Sons gegründet hat, mit Adresse immer an ersten Plätzen in New York, ne? Und dort auch die USA bereist hat. Und auch später, 1906, hat dann Edwin Welke die USA, die ganzen Städte bereist und hat da versucht, zum Teil sehr erfolgreich für diese Instrumente Reklame zu machen. Also das war schon ein großer Markt. Wo weniger passiert ist, das war Frankreich, Spanien, Italien. Da gibt es auch immer einzelne Welke-Instrumente. Also 2010 war ich mit einem Freund von mir in Bari in Italien. Dort stand ein Welke-Flügel, der seit 30 Jahren oder noch länger nicht mehr gespielt hat. Der hat den dann restauriert und zum Spielen gebracht, ne? Also ich habe dann ein ganzes Paket Dokumente aus der Familie mitnehmen können, den ganzen Schriftverkehr mit Welke, den die hatten über Jahrzehnte. Ne? Aber das waren keine riesigen Märkte. Ne? Also ich könnte jetzt irgendwo jetzt anfangen zu suchen, die Kundenliste von Welke, mit der sie Reklame gemacht haben. Also das ist schon sehr sehenswert, wer da alles aufgeführt ist. Ne? Ja. Also ich kann natürlich den Vortrag irgendwo in Grenzen halten, weil schon rede ich 2 Stunden. Ne? Und dann schlafen sie mir hier ein. Ne? Ich hätte doch noch eine konkrete Frage. Da gab es doch auch die Instrumente für die, war das richtig, für die Titanic und für die Olympic? Oder wo nein, die nein, nein. Oder nicht? Oder ist das ein Gerücht? Das ist ein Gerücht. Da gibt es einen extra Katalog dafür, den die Brigitte Heck vom Landesmuseum in Karlsruhe gemacht hat, über diese Sage. In Seven im Museum, im Nationalmuseum, dort steht eine Philharmonieorgel. Und die war für die Britannic gebaut. Das ist tatsächlich so. Hat aber die Britannic nie erreicht. Da kam der Kriegsausbruch 1914 dazwischen. Die Britannic wurde zum Hospitalschiff umgerüstet. Die Titanic hatte nie eine Orgel und da war auch nie eine vorgesehen. Auf die Britannic, ja, und dafür gibt es auch Zeichnungen. Und die Orgel selber auch. Da die aber nie nach England kam, ist die dann erstmal im Radiumwerk in Glühlampenfabrik in Wipperfürth aufgebaut worden, später dann bei einem Stuttgarter Fabrikanten gelandet und dann eben im Museum in Seven. Ne? Vielleicht am Schluss noch eine Frage, die hier in die Nähe führt, der Herr oder die Frau Green, die fragen noch nach dem Hotels in dem Schwarzwald, im Hochschwarzwald, also wahrscheinlich, wo vielleicht Instrumente damals standen, wenn Sie das noch. Also da kann ich Ihnen im Detail jetzt gar nicht sagen, wo da welche standen. Das gab es ganz bestimmt. In Triberg im Heimatmuseum steht ja auch ein Welke-Instrument, das glaube ich auch aus dem Hotel stammt. In Waldkirch im Museum steht eins, das war in einem Kino. Ne? Also es gab schon immer wieder solche Fälle, aber wo die Instrumente abgeblieben sind, kann ich Ihnen im Detail jetzt wirklich nicht sagen. Ne? Aber es tauchen immer wieder dann erstaunlicherweise Instrumente auf, die 50 Jahre irgendwo standen. Das gibt es schon immer wieder. Ne? Manchmal in jämmerlichem Zustand. Ne? Oder in der Villa, ich habe jetzt den Namen vergessen, Villa Scheherazade in Dubrovnik. Da war eine Welke-Orgel drin. Das war ein reicher Exil-Kroate, der in Amerika Millionen verdient hat. Der hat sich da eine Villa hingebaut mit der Welke-Orgel. Die haben sie dann... Das war zeitweise die Besuchervilla von Tito, wo der seine Staatsgäste untergebracht hat. Und nach dem Zusammenbruch der Jugoslawien-Föderation hat man die Orgel mit der Kettensäge rausgeschmissen. Und die steht jetzt im Keller einer Kirche und fault dort vor sich hin. Der kroatische Staat hat die inzwischen natürlich als Denkmal erklärt. Die darf gar nicht mehr raus. Aber es passiert auch nichts mit ihr, weil niemand das Geld hat, um dieses kaputtgesägte Ding wieder herzurichten. Könnte man natürlich, ja. Aber man bräuchte auch einen Platz, wo man es hinstellt. Ne? Also so Beispiele gibt es immer wieder, wo man dann sagt, oh, da taucht was auf. Und ne? Also es gibt in Amerika noch ein paar Welke-Orgeln im Originalstandort. Eine steht noch in Thüringen am Originalstandort.
Vor 2 Jahren habe ich erfahren, dass in Rom eine steht, die ursprünglich in Florenz war, die dort seit 1946 im Hauptquartier des römischen Roten Kreuzes steht und auch schon mal restauriert worden ist. Nur wusste das niemand. Und auch da gibt es ja noch ein Buch über sämtliche Orgeln in Rom, da ist die wieder auch nicht drin. Also es gibt da schon immer wieder so Sachen, wo man sich am Kopf kratzt. Ne? Ja, ich würde sagen, wenn jetzt keine Fragen sind, dann bedanken wir uns alle nochmal herzlich bei Herrn Dangl für den interessanten Vortrag.